einen Fehler machen. Es ist gut, einen Fehler zu machen. Es ist sogar gut, mehrere Fehler zu machen. Wenn man lernen will, macht man Fehler. Es gibt sogar einen Blog-Eintrag, der sagt, Fehler sind etwas Wunderbares. Wenn du dich entwickeln willst, dann sei mutig. Wenn du mutig bist, machst du Sachen, die du noch nicht kannst. Und wenn du Sachen machst, die du noch nicht kannst, dann machst du auch Fehler. Einen Fehler machen ist daher eine gute Sache. Es gab mal einen Philosophen, Psychologen, der hat gesagt, nur wenn die Mehrheit unserer Entscheidungen sich nachträglich als Fehler erwiesen haben, dann haben wir nicht den Hauptfehler gemacht, eben zu feige zu sein. Letztlich, Fehler heißt, etwas zu tun, was sich im Nachhinein als nicht erfolgreich erwiesen hat. Letztlich war es aber auch kein Fehler, das zu machen. Aber wenn du einen Fehler gemacht hast und jemand anders sieht es, dann bitte um Entschuldigung. Man sollte mutig sein, man sollte Fehler machen, aber man sollte aus seinen Fehlern lernen. Man kann auch sagen, es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht früh zu machen. Das hat Sir Winston Churchill gesagt. Aber man sollte ruhig auch später Fehler machen. Es gibt auch den Ausdruck, wer nicht handelt, der macht keinen Fehler, aber macht den allergrößten Fehler. Paul Watzlawick hat mal gesagt, Irrwege müssen begangen werden, um sich als Irrweg herauszustellen. In diesem Sinne kannst du selbst überlegen, erlaubst du dir Fehler zu machen? Erlaubst du dir zu lernen und zu experimentieren? Hast du Vertrauen in Gott und in das Leben? Hast du Vertrauen zu dir selbst? Wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht? Oder vielleicht auch, wann hast du das letzte Mal zugegeben, dass du einen Fehler gemacht hast? Und wann hast du das letzte Mal um Entschuldigung gebeten? Denn Fehler machen, also mutig zu sein, Experimente zu machen, heißt auch, Fehler zu machen. Fehler zu machen heißt auch, dass andere es sehen. Wenn andere es sehen, ist es wichtig, den Fehler zuzugeben. Und wenn andere dadurch auch Schaden erfahren haben, dann gilt es, sich für den Fehler zu entschuldigen. Die Kunst der Entschuldigung muss auch gelernt werden. Anstatt dich drumherum zu reden, kannst du einfach sagen, ich habe das und das gemacht, das hatte dir und die Konsequenz gehabt, das war für dich so und so problematisch, das tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung. Um Entschuldigung bitten heißt, auf alle Ausreden zu verzichten. Also nicht sagen, ich habe das und das gemacht, ich wollte mal etwas ausprobieren und es war ja auch wichtig, dass ich es ausprobieren wollte und sie haben ja auch immer gesagt, dass man ruhig mutig sein soll, jetzt habe ich das und das gemacht, es ist schief gegangen, es hätte aber auch gut gehen können und ich habe ja auch nicht die Unterstützung gekriegt, die ich gebraucht habe. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist keine richtige Entschuldigung, das ist Ausrede. Mache Fehler, gib Fehler zu und bitte um Entschuldigung, und zwar sehr einfach. Sage, was du gemacht hast, nenne die Konsequenz für den anderen und bitte um Entschuldigung. Eventuell frage noch, was du tun kannst, um den Schaden wieder gut zu machen. Wenn du lernst, um Entschuldigung zu bitten, dann brauchst du keine Angst mehr davor zu haben, Fehler zu machen. Und im Zweifelsfall ist es besser, mehr Fehler zuzugeben, als man tatsächlich gemacht hat, als zu wenig Fehler zuzugeben. In dem Moment, wo du einen Fehler zugibst, wird die Sympathie der anderen Menschen bei dir sein.